Guten Tag, wie geht's denn euch in dieser wunderbaren Welt? Okay, ja, das war's mit Disney-würdigem Orientalismus. Oh. Oh, Nagefeuer. Okay, ich scheine scheinbar den Berg runter zu gehen. Was wollte ich sagen? Ach ja. Nein, wollte ich was sagen? Ich würde euch begrüßen, glaube ich. Guten Tag. Nach einer kurzen Pinkelpause geht es jetzt weiter. Oder was auch immer ihr in der Zwischenzeit gemacht habt. Wer sind die? Wir haben lustige Vögel, wortwörtlich lustige Vögel gefunden. Und NPCs, bei denen die Dings die Zielerfassung nicht anvisiert. Das heißt, die sind gut. Aber erstmal Lagerfeuer. Yay, Leuchtfeuer entzündet. Hallo, wer seid denn ihr? Du, Husten kenne ich doch. Ist das nicht diese, die am Anfang des Let's Plays da neben dem Grab, also was heißt hier neben dem Grab, vor dem Grab lag, wo ich das Estus-Ding her habe? Oh, hello. Oh. How do you do? Das, oh. I'm an Anri, an Astora, unkindled like you. Oh, guten Tag. This is Horace, a friend and traveling companion. Oh, okay. Are you too in search of the Lords of Cinder? Ja. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Okay. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldred. Okay. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Guten Tag, André. Ich weiß nicht warum, ich habe erwartet, dass du eine Frau, dass du ein Mann bist. Ja, hallo. Ich bin Ihr Rivale. Ritter und Schönling der Truppe. Welcher Truppe? Deine Rüstung kommt mir tatsächlich von irgendwoher bekannt vor. Zumindest der Helm. Ich weiß nicht woher. Gesundheit? Aber Wächter, Dankeschön. Hoch. Errungenschaft freigeschaltet. Eid, blaue Wächter. Wait, what? Wart, wait, Moment. Hat das nicht was mit dem blauen Pfad zu tun? Schwört dem Eid der blauen Wächter die Treue. Ein verblasstes Pergament aus Schafshaut, auf dem der finster Mond und ein Schwert zu sehen ist. Das Anliegen schwört dem Eid der blauen Wächter die Treue. Wenn ein Mitglied des blauen Pfades, ja, das sind die Polizeigeister. Wenn ein Mitglied des blauen Pfades von einem Finstergeist bedroht wird, besagt eine alte Übereinkunft, dass die blauen Wächter die Gestalt von blauen Geistern annehmen und helfen müssen, den Eindringling zu beseitigen. Zu beseitigen, alles klar. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Oh, das heißt, wenn ich das jetzt anlege, dann werde ich irgendwohin teleportiert. Und wenn ich den blauen Pfad trage, dann werden alle zu mir teleportiert. Oh, cool. Dankeschön. Wenigstens habe ich diesen Eid jetzt nicht vermasselt. Oh ja, Horace. He's not very talkative. Ja. Don't think ill of him. Ja. He's an upstanding, kind-hearted knight. Fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. Ja, vermutlich kann er nicht reden oder keine Ahnung oder ist sehr schüchtern. We are well along the road of sacrifices. Below Ja. us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. Okay. We may go our separate ways now. The next Ja. time we cross paths, may the flames guide you. Cool. Ja, dann setze ich mich mal hier hin und lade nach. Tschick, tschick, ne? Ja. So, bis
5 Minuten. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich mittlerweile sagen soll. Da steht ein Baum, kann ich den hacken? Nein. Wo geht's weiter? Geht's da neben irgendwo hin? Nein. Die sind alle respawned. Genau. Kann man das eigentlich von unten auch sehen? Von da oben. Kann man das hier unten von oben eigentlich auch sehen? Keine Ahnung. Oh, was ist hier? Oh. Das sind, glaube ich, die Kreuzigungswälder. Warum auch immer diese heißen. Oh nein, er will mich mit einem Baumstamm attackieren. Ich sollte das nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen. Das ist Dark Souls. Huch. Oh. Okay. Es hat gerade ganz kurz geruckelt. Oh. Ich merke schon, die Masse macht den Unterschied. Ist das ein Sumpf? Scheinbar. Das sind irgendwelche Dinger. Sind das Pilze? Keine Ahnung. Ach, Gräber, ich sehe schon. Moment. Ganz schnell. Ich habe es mir anders überlegt mit dem Feuer. Ich glaube, ich lege das vielleicht lieber hier hin. Genau. Obwohl, ich glaube, dahin kann... Achso, geht nicht. Okay. Weil ich glaube, es ist mir lieber, wenn ich Schild halte und Feuer mache. Ja. Hey, warum so aggressiv? Kämpfen die jetzt gegeneinander oder was? Nein, die haben sich nur vom Schild bedroht gefühlt. Okay. Okay, was machen die da? Oh, so viel Loot. 1, 2, 3, glaube ich, habe ich schon hier gesehen. Ah, lala, Mama. Nichts getroppt, das sieht nicht so aus. Da hinten ist irgendwas. Zur Abwechslung könnte ich doch mal vielleicht das Claymore-Ding probieren. Nein, es ist zu schwer. Hm. Gut, vergiss das Claymore. Wenn ich mehr Belastung habe, dann vielleicht. Hallo, was bist du für ein Hund? Das hätte eigentlich flüssiger laufen müssen. Kleine Stanny-Scherbe, ja, was auch immer du da gegraben hast. Das ist was für eine Sache. Gut. Der Baum wird seltsamerweise erleuchtet. Da liegt Loot. Was sind das hier, Zombies oder untotig? Okay, jetzt ist da feindlich. Wie viele gibt es denn noch hier? Hä? Oh.
Das ist nicht sehr effektiv. Das ist überhaupt nicht effektiv. Hey! Sollte aufhören rumzuspielen, sagte er in einem Videospiel. So. Aha! Sneaky, wie gedachtest du wohl, was? Wow! Okay, ich habe dich nicht gesehen, weil ich ein T-Rex bin. Alles, was sich langsam bewegt oder versteckt, sehe ich nicht. War hier ja noch einer, ne? Genau. Ach, das war sein Todesgrunzen. Was sind das für die? Hä? Das sind kein. Das sind Insekten. Warte mal. Oh, das gibt's doch nicht. Nein, das bringt auch nichts. Das war's? Ich weiß nicht warum, irgendwie glaube ich, dass die explodieren, aber. Wo ist der Haken an der Sache? Hä? Das erscheint mir irgendwie zu einfach. Vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid. Oh. Na ja, gut, okay. So, was gibt's hier denn? Zwillingsdrachen Großschild, oh cool. Schildschlag, okay. Ja, sieht schick aus, aber du bist nicht so effektiv wie meiner. Hier laufen die Zombies überall herum. Wow. Das habe ich nicht erwartet, dass du das kannst. Wow. Mann, trink doch schneller. Ich habe versprochen, eigentlich schneller zu machen, ne? Kleine Titanitscherbe, Dankeschön. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat. Was hast du? Noch eine kleine Titanitscherbe. Okay. Jo, was? Was? Oha, nein, da gehe ich noch nicht hin. Nächste Folge vielleicht, aber nicht diese. Jetzt möchte ich erstmal weiter schauen. Da zum Beispiel, da liegt ja auch noch was. Da liegt ja auch noch was. Schwindende Seele. Ja, Kung Fu Meister, komm her.
Gurgel mal schön. Dann geht's hier weiter. Okay. Oh. Toll. Ich brauche mal Ausdauer. Dass von oben jemand gleich runterspringt, so Assassin's Creed-mäßig. Wow. Toll. Ich habe eine Missionarin, glaube ich, gehört. Dammit. Oh je, ich merke schon, was die Herausforderung dieses Levels sein wird. Viele Gegner, großes Areal, wenig Tränke. Und eine Missionarin, ne? Nein? Irgendwelche Juwels am Lagerfeuer. Es gibt hier so viele NPCs. Ach so, ich dachte schon, das ist eine Person, die da plötzlich steht. Aber das ist hier ein Kreuz. Ja. Oha. Oh. Hallo. Ich glaube, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge.